gehend, alle irregehend, außer denen, denen ich recht leite. Und wen leitet Allah recht? Fasdahdun yahdikum. So bittet mich um Rechtleitung, ich werde euch recht leiten. Also, wo bittest du Allah um Rechtleitung? Im Gebet. Warum musst du in jedem Raka die Fatiha lesen? Warum hat der Prophet a.s. gesagt, La salata liman lam yaqra bi Fatiha al-Kitab? Es gibt kein Gebet für den, der die Fatiha nicht liest. Das liegt vielleicht daran, weil du in diesem Gebet diese gewaltige Dua, dieses gewaltige Bittgebet aussprichst. Ihdina sirat al-mustaqim. Führe uns den geraden Weg. Wie willst du auf den geraden Weg kommen? Zweitens, wie gesagt, kein Mensch sagt, weil er eine große Sünde macht, macht er noch eine mehr. Dann ist es besser geworden. 2 + 2 = 4 oder was? Ist besser. Mehr Sünden sind besser. Weil ich Alkohol trinke, fange ich jetzt auch an, Autos auszurauben. Grund Nummer 2, der genannt wird, ist, warum man nicht betet, oder schlechte Ausrede, ist, dass man sagt, ja, weißt du, es ist besser, gar nicht zu beten, als zu beten und wieder aufzuhören. Die Frage, die wir dann stellen, ist, wo steht das? Wo steht das? Zweite Frage ist, wie willst du dann jemals anfangen zu beten? Wie willst du dann jemals anfangen, wenn du diese Einstellung hast? Es könnte ja sein, dass ich morgen aufhöre. Es könnte auch sein, dass du morgen gestorben bist. Es könnte doch morgen sein, dass du krepierst. Bruder, vor 3 Wochen ist ein Bruder von uns gestorben. Achi, 24 Jahre alt, schlank, gesund. Der spielt Fußball vor 3, 4 Wochen. Und dann hat er Schmerzen in der Brust, legt sich ins Bett und stirbt. 24 Jahre. Allah, Allah hat die Seelen in der Hand. Wenn Allah will, dass du heute stirbst, du wirst deinen Tod nicht um eine Millisekunde verzögern können. Und wenn Allah will, dass du lebst, so kann sich die ganze Welt gegen dich versammeln. Und sie werden dich nicht töten können. Achi, es gibt Flugzeugabstürze. Flugzeugabstürze, wo alle sterben und eine Person überlebt. Und die anderen Personen, die musst du mit der Pinzette aufsammeln, die in ihre Körperteile. Und eine Person überlebt und ist kaum verletzt. Vor einigen Jahren passiert, beispielsweise in Sudan, ein Kind hat überlebt, alle anderen tot. Kannst du dir das vorstellen, du bist in einem Flugzeug mit einer Geschwindigkeit von vielleicht über 1000 km/h und das Ding brettert von oben herab, tausende von Meter auf die Erdoberfläche. Kannst du dir das vorstellen? Und der überlebt. Und der andere, der fährt 30 km/h, fährt in ein Auto an und der bricht das Genick. Achi, der Tod ist... Wo willst du wissen, ob du morgen noch lebst? Du betest, um nicht aufzuhören zu beten. Dritter Grund ist immer meine Arbeit. Ich bin auf der Arbeit. Und glaubt es mir, ich habe bisher noch nie jemanden gesehen, der mit dieser Ausrede kam, der auf der Arbeit gefragt hat, also ich kann mich nicht daran erinnern, ob er dort beten darf. Es wird immer gesagt, ja, ich kann dort nicht beten. Ich bin ja auf der Arbeit. Und das sind unsere Minderwertigkeitskomplexe, die uns in diese Lage gebracht haben. Ich sage dir eins, mache Dua in dieser Nacht, geh zu deinem Arbeitgeber und frage, ob du beten kannst. Und sowieso, ich finde das sowieso so witzig, ne? Wenn der sagt, ja, ich kann nicht beten, weil ich gehe ja arbeiten, dann musst du normal sagen, Herr, Mashallah. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der 24 Stunden am Tag arbeitet. Weil es kann doch nicht sein, dass der nicht ein einziges Mal beten kann. Man muss seinen Tag organisieren. Der Islam ist Disziplin, seinen Tag organisieren und du schaffst es. Und wenn du durch das Gebet wirklich, wenn du durch die Arbeit wirklich nicht beten kannst und du hast gefragt, dann sage ich dir ganz klar und deutlich, such dir eine andere Arbeit. Weil es kann niemals sein, dass du etwas für Allah machst und das ist schlecht für dich. Und es kann niemals sein, dass du etwas für Allah lässt. Für Allah lässt, außer dass Allah dir was Besseres gibt. Denn Allah sagt im Koran, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْلَ لَهُ مَخْرَجًا.
Und wer Allah fürchtet, dem wird er einen Ausweg geben und den wird er versorgen, von wo er es nicht gedacht hat. Und wer Allah fürchtet, macht er seine Angelegenheit leicht. Und wer Allah fürchtet, wird er die Sünden auslöschen und seinen Lohn gewaltig machen. Assalamu alaikum.